ein paar wirklich schlichten, aber sehr verblüffenden Wahrheiten. Das hier ist kein Zitronenkuchen, das ist kein Apfelsaft und das hier kein Vanillejoghurt. Ja. Sie werden nicht glauben, wie oft Sie wirklich etwas essen, das nicht das ist, was Sie glauben, dass es das sei. Um die wahren Inhaltsstoffe gibt es nämlich oft ein regelrechtes Verwirrspiel. Das ist manchmal recht widerlich und vor allem ist es immer richtig ärgerlich. Markt deckt auf. Leckere Lebensmittel. Wir haben eingekauft. Im Supermarkt, Discounter und auf dem Wochenmarkt. Eine bunte Auswahl servieren wir dem Lebensmittelexperten der Verbraucherzentrale Hamburg, Armin Wallet. Lachs, Feta und Garnelen. Vorspeise nach Art der Lebensmittelindustrie. Wenn die Verbraucher wirklich wissen würden, was sie hier auf den Tisch bekommen, dann wird ihnen wirklich schlecht. Also weil es Kunstprodukte sind, wir haben wirklich viele Zusatzstoffe drin. Von einem natürlichen Lebensmittel kann man hier nicht sprechen. Beispiel Surimi. Das kann aussehen wie Garnelen, Krebsfleisch oder pink-weiße Blöcke. So verpackt kann es glatt als Delikatesse durchgehen. Nur wer genau hinschaut, kann erkennen. Hier handelt es sich um ein Imitat. Surimi, das ist vor allem Fischmuskeleiweiß oder einfacher gesagt Fischreste in Form gepresst. Außerdem enthalten Aromen, Farbstoffe, Konservierungsmittel und sogar Hühnereiweiß. Selbst in Fischstäbchen steckt mehr Natur. Nächstes Beispiel, Seelachs, verkauft als Lachsersatz. Noch nicht mal der Name ist echt, ist eine Erfindung der Industrie. Seelachs ist keine Lachsart, sondern es handelt sich hier um einen minderwertigen Fisch. Das Original, Wildlachs aus Alaska, natürlich rosa und echt geräuchert. Die Kopie, Lachsersatz, rot gefärbt und aromatisiert. Aus Sicht des Herstellers besteht keine Verwechslungsgefahr, ganz im Gegenteil. Die Deklaration ist nicht nur ausreichend, sondern gibt dem Verbraucher zusätzliche Informationen für seine Kaufentscheidung. Noch ein Beispiel, falscher Käse. Dieser Feta, kein Schafskäse, sondern aus Kuhmilch, erkennbar an der glatten Struktur des Käses. Und nicht nur das, die Kuhmilch wird auch noch gestreckt mit billigem Pflanzenfett. Alles legal. Daher heißt es auf der Rückseite nicht Käse, sondern Kombiweiß in Salzlake. Klingt eher nach Wandfarbe als nach Lebensmittel. Bilder auf der Verpackung, die nicht den wahren Inhalt zeigen. Kritik kommt von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Der Gesetzgeber sagt eindeutig in § 11 Lebens- und Futtermittelgesetzbuch, die Verbraucher sind vor Täuschung und Irreführung zu schützen. Aus Sicht von Foodwatch sind genau diese Produktaufmachungen geeignet, die Verbraucher in die Irre zu führen. Sie sind aus unserer Sicht genau deswegen auch so designt und aufgemacht. Genauso beim Pesto. Die Verpackung suggeriert, Basilikum, edles Olivenöl und teure Pinienkerne seien die Zutaten. Tatsächlich verwenden die meisten Hersteller hauptsächlich billigeres Sonnenblumenöl. Der Anteil des Olivenöls teilweise nur 1%. Billige Cashewnüsse anstelle von echten Pinienkernen und als Bindemittel Kartoffelflocken. Unsere Hauptspeise. Es wird nicht besser. Cordon bleu. Hier handelt es sich um Resteessen. Es werden wirklich Fleischreste, einzelne Fleischstücke zusammengefügt, dass es so aussieht, wie wenn man ein ganzes Stück Fleisch hat. Und der Schinken, das ist gar kein Schinken, darf nicht Schinken genannt werden. Auch da werden einzelne Stücke zusammengefügt und letztendlich sieht es aus wie Schinken, aber es ist auf keinen Fall Schinken. Weil kein richtiger Käse drin war, hat die Verbraucherzentrale den Anbieter schon einmal abgemahnt. In diesem Produkt war vorher Analogkäse drin. Der Anbieter hat sehr schnell reagiert und innerhalb weniger Wochen den Analogkäse rausgeholt und gegen normalen Käse eingetauscht. Zusammengeklebte Fleischstücke, aus Einzelteilen zusammengefügter Formfleischschinken. Der Hersteller Fosco bestätigt uns diese Rezeptur schriftlich. Verpackung und Deklaration findet er trotzdem nicht irreführend. Die Deklaration ist lebensmittelrechtlich richtig. Daher bezeichnet Fosco sein Produkt nicht als Cordon Bleu, sondern als Hähnchenschnitten Cordon Bleu Art. Unser Nachtisch nach Art der Lebensmittelindustrie, Vanilleeis. Auch hier tricksen die Hersteller mit Produktnamen und Symbolen.
Wenn Bourbon-Vanille draufsteht und schwarze Punkte drin sind, spricht das nicht unbedingt dafür, dass der Geschmack aus einer echten Vanilleschote kommt. Stiftung Warentest hat festgestellt, die wenigsten Hersteller verwenden echte Vanille, stattdessen Aromen und für die Optik gemahlene und ausgelaugte Vanilleschoten. Die Hauptzutat Milch ist zwar immer noch drin, aber ohne das milcheigene Fett. Stattdessen auch hier billiges Pflanzenfett. Die Industrie will Kosten sparen. So gleichen Lebensmittel Hightech-Produkten. Die Möglichkeiten fast grenzenlos. Farbe, Geruch, Geschmack, alles das kann man entsprechend manipulieren. Das können die Leute unmöglich alles durchschauen. Wenn sie nicht überlistet werden würden, dann würde das ein oder andere Imitat sicherlich durchfallen. Unser Körper würden entsprechende Alarmglocken angehen, die sagen, das nicht essen, das ist gar kein echtes Lebensmittel. Genau hinschauen heißt es für die Verbraucher, die wissen wollen, was sie wirklich aufgetischt bekommen. Original oder Fälschung aus dem Labor. Ja, und ich zeige Ihnen mal, wie genau Sie hinschauen müssen. Hier haben wir so ein Pesto aus dem Glas und da brauchen Sie wirklich schon eine Lupe, um da zu sehen, was an Inhaltsstoffen wirklich drin ist. Ganz klein gedruckt ist es da auf der Seite aufgeführt. Oder hier das, was Armin Valley Resteessen genannt hat, ein Cordon Bleu. Hier allerdings aufgepasst, Cordon Bleu Art, immer auch so ein Signalwort. Und hier kleiner gedruckt auf der Seite, da drüben haben wir es, steht dann auch Formfleisch ist da drin verarbeitet. Und die Produkte vom Anfang, der Apfelsaft ist keiner, nämlich Fruchtsaftgetränk oder auch Nektar. Das sind solche Signalworte, wo man merkt, man hat es nicht mit reinem Fruchtsaft zu tun. Und dann hatten wir noch Vanillejoghurt und Zitronenkuchen. Das hat mit reiner Vanille oder mit echter Zitrone auch herzlich wenig zu tun. Es sind lediglich Aromen dort drin verarbeitet. Tja, und Imitat und Ersatz, wir haben es gerade gehört, das sind nun wirklich Worte, die im Zusammenhang mit Ernährung gar nicht auftauchen sollten. Sie wollen ja schließlich essen und nicht Essen imitieren.